Hallo und wir sind zurück zu Maschinki und wie letztes Mal mehr oder weniger vorhergesehen, habe ich es nicht wirklich geschafft, glaube ich, viel Zeit in der Ansicht zu verbringen, was mitunter schade ist, weil Maschinki ist ein sehr hübsches Spiel, nett anzuschauen und auch der Jahreszeitenverlauf, wenn auch jetzt nicht unbedingt mit Gameplay-Einfluss, finde ich sehr, sehr schön gemacht und gut gelungen. Jetzt mittlerweile bin ich nicht mehr so sicher, ob wir den Zug da regelmäßig voll bekommen. Jetzt warten da nur mehr 36 Baumstämme und der hier ist immer noch nicht da. Wie können wir denn den Wald noch weiter verbessern? Försterei, Holzlager, das ging natürlich wirklich dann flott. Hat man gleich 50% mehr. Da brauchen wir allerdings Kohle. Tokens. Kohle könnten wir schon liefern darauf. So ist es nicht. Die akzeptieren schon Kohle. Hier zum Beispiel von der Kohlemine weg. Aber das kostet uns dann auch wieder Geld, Tokens. Und da möchte ich ehrlich gesagt nicht, dass uns die dann irgendwann plötzlich ausgehen. Deswegen lieber. Und ich habe das Gefühl, hier, da warten sowieso mehr Passagiere, wie wir abholen können, genauso wie hier. Nur in der Mitte eben. Dann natürlich, wenn die Züge doppelt so oft halten, sind es nicht so viele. Wenn wir von hier doch rauf nach Lünen fahren. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Hier ist es schön flach, also kein Problem. Da können wir sogar direkt gerade rein. Allerdings, Tunnel wäre natürlich besser. Aber hier haben wir einfach auch nicht genug Gelände für einen Tunnel. Das heißt, da würde es gar nicht gehen, einen Tunnel zu bauen. Also, doch, es ging sogar noch, oder? Na, der steht schon oben raus. Also müsste es wesentlich höher, steiler, bergiger sein. Also da macht es einfach mehr Sinn, entweder oben drüber zu fahren. Oder bin gerade überlegen, wie wir das wenden, regeln. Oben drüber fahren. Oder den Hügel einfach entfernen, blöd gesagt. Gut, vielleicht, wenn es geht, sollte man auch die richtige Aktion nehmen, dann würde man sich auch Geld sparen. So. Auf jeden Fall werden wir uns da mal einfach ein Signal leisten, um die Blöcke da zu trennen. Denkt man nicht, dass wir da mit zwei Zügen fahren. Und das ist eben die Frage, wie wenden wir hier? Ich möchte das irgendwie gern mitnutzen. Wir könnten hier raus, gerade, dann würden wir zurück hier hinfahren, dann wieder vorwärts da rein. Bin mir noch nicht sicher, ob das geht, so wie ich mir das vorstelle. Wir müssen es mal probieren. So oder so müssen wir hier wenden. Das ist eine richtig lange Strecke. Da wollen wir es auf jeden Fall wenden. Und die Blocksignale, nicht die Blocksignale, die, dass ich es rausbekomme auf Deutsch, die Kettensignale, die müssen wir auch dann irgendwann noch einsetzen und wir hätten noch eine neue Aufgabe. Schauen wir es dann gleich an. Ich versuche das jetzt mal. Sollen wir wieder 4 Wagen nehmen? Theoretisch können wir auch mehr verwenden. Die werden sogar etwas leichter in Bezug auf die Menge an Leuten. Sie kosten etwas mehr in der Anschaffung. Jetzt nehmen wir doch 3 von denen. Wie schaut es denn hier aus? Ich habe noch gar keine Lokomotive gekauft. Deswegen haben wir noch keinen Zug. Das erklärt einiges. Wäre nicht gut, wenn uns die Tokens ausgehen, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Züge in dem Modus jetzt stehen bleiben oder nur langsamer fahren, wenn die Tokens ausgehen. Sonst müssen wir noch einen Kredit aufnehmen. Weil die haben ja als Betriebskosten
Geldtokens. Weil ich bin mir sicher, da könnte man noch ein paar mehr Waggons anhängen, sie würden immer noch flott fahren. So, mal schauen. Ja, da sind wir schon etwas drüber, aber ich denke, das ist okay. So, probieren wir das mal. Wenn wir das jetzt so planen würden, das habe ich noch gar nie gemacht, irgendwo eben sonst wenden. Wir fahren hier hin, dann theoretisch hier hin. Dann ist eben die Frage, können wir einfach bis da zurücksetzen und dann vorwärts fahren? Probieren würde ich sagen, oder? Jetzt wäre eh gerade der Abschnitt frei, dass wir da raus könnten. Und hier sind wir jetzt sowieso alleine, dann schauen wir uns das gleich mal an. Also Wald, Rodung der Wald bei Würzburg, müssen wir 1000 Holzstämme innerhalb von 10 Jahren zu einem beliebigen Sägewerk bringen. Da gibt es sogar zwei Wälder nebeneinander. Aber Sägewerk ist schon sonst wo, wenn ich das mal anmerken darf. Da, und von da müssen wir, das Problem ist, die Holzstämme müssen wir von da wieder wegbekommen. Wir könnten natürlich ein Upgrade machen, nicht Herberge, Spielzeuggeschäft. Dann wird wenigstens ein Teil der Holzstämme verbraucht für Geldtokens, aber eben die Bretter, die müssen dann auch weg. Und da ist die Frage, wohin? Theoretisch hier hin. Aber da wäre es, glaube ich, fast schlauer, irgendwie da entlang hier rüber zu fahren, mit dem Tunnel vielleicht da durch sogar. Und das dann hier hin zu schippern. Wie lange haben wir da Zeit? 10 Jahre. Können wir das verschieben erstmal? Ich glaube, dann kommt es später nochmal. Ja, der wartet jetzt eben schon. Aber wir könnten uns, noch nicht ganz, Försterei können wir uns noch nicht leisten. Dafür ist jetzt die nächste Aufgabe, Kohle liefern. 200 Kohle zu einer beliebigen Werkzeugfabrik, das heißt, wir werden da jetzt Kohle rauf liefern. Oder wollen wir es dahin liefern oder von woanders weg? Liefern wir es dahin. Das wird zwar unabhängig voneinander verbraucht, es gibt ja auch Betriebe, da muss man zwei Sachen hinliefern. Aber in dem Fall, da können wir vielleicht dasselbe Gleis verwenden. Macht das irgendwie Sinn? Naja, nicht unbedingt. Bevor wir irgendwas machen, schauen wir uns doch den hier an, ob der korrekt wendet, so wie ich mir das vorstelle oder nicht. Na klar, Voraussetzung ist, dass der Block überhaupt mal frei ist. Was jetzt zum Beispiel eh der Fall wäre. Mal schauen, wie weit er jetzt da zurücksetzt. Na eben, der fährt jetzt beliebig weit zurück. Das ist das, was ich auch befürchtet habe. Dass er jetzt einfach so weit fährt, wie er kann. Aber rein theoretisch könnte man es auch so, denke ich, machen. Zuerst mal wenden und dann wieder starten. Und dann statt diesem Punkt hier, wir können einfach einen weiteren einplanen. Ja, aber das versteht, bin ich mir nicht sicher. Sonst machen wir es lieber so. Und fahren wir hier hin. Dann können wir uns von dem da trennen. Ja, dann hätten wir eigentlich schon einen guten Einsatz für die Kettensignale, weil rein theoretisch können wir aus dem ein Kettensignal machen. Und aus dem hier auch. Also hier ein Mal beide entfernen. Hier ein Kettensignal. Und hier eins. Die Frage ist, also so
bringen sie noch nichts, aber ich glaube, wenn man jetzt... Tja, das ist die Frage. Wenn wir jetzt da auch eins machen... Jetzt muss ich gerade selber noch mal überlegen. Gut, das hier müssen wir dann sowieso abtrennen. Man sieht's eh. Hier dürfte man jetzt nicht weiterfahren, weil da rot ist. Gut, aber man kann immer noch da ranfahren. Na, dann bringt uns das nichts. Dann lassen wir es mal so. Wobei das eigentlich auch nicht gut. Weil dann reagiert er auch auf die Signale hier. Oder provozieren wir jetzt so schon einen Unfall? Schauen wir uns das einfach mal an. Hier darf man jetzt nicht einfahren. Und hier dürfte man jetzt auch nicht einfahren. Jetzt dürfte man. Jetzt wird da gewartet, weil die Ausfahrt da nicht grün ist. Das ist eh gut. Das ist gut, weil dann fährt er jetzt nicht da los und darüber. Eigentlich ist so wirklich besser, weil sonst könnte es passieren, dass der da ranfährt, hier wartet und der will da rückwärts raus, kommt nicht raus, der will rückwärts da rein. Also eigentlich so gesehen hat es da schon was gebracht. Genau, jetzt ist auch rot. Einfach weil keine Ausfahrt da ist. Ich denke mal, das ist gar nicht die schlechteste Lösung. So, noch ein Zug, dann haben wir noch eine Aufgabe erledigt, aber jetzt gehen wir mal an die Kohle und der Einfachheit halber, denke ich fast, wenn wir es mal parallel machen, noch haben wir nirgends eigentlich das Bedürfnis, dass wir mit mehreren Zügen gleichzeitig fahren. Ah, so kommen wir nicht dran. Das kommt sicher noch, dann brauchen wir auch mehr Signale, aber im Moment langt es eigentlich so. So, wollen wir das Depot hier verwenden? Können wir das Depot hier verwenden? Ich würde gern. Aber da schaffen wir auch die Kurve nicht drüber. Mach mal ein eigenes. Glaube, da gibt es ja auch einen eigenen Spielmodus. Gibt es einen schon oder ist er geplant? Oder ist nur Einbildung von mir? Kann alles sein. Dass man nur ein Depot haben kann. Irgendwas habe ich gemeint gelesen zu haben. So, da ist die Frage, macht Sinn, dass man Bretter-Tokens, habe ich Holz-Tokens, glaube ich, vor allem gesagt, Bretter-Tokens ausgeben für die etwas besseren Waggons. Wobei, der ist gar nicht besser, sehe ich gerade. Der wiegt sogar mehr. Ah, Moment, hier. Die zwei wollte ich eigentlich vergleichen. Doch, doch, der ist besser. Mehr Kapazität für weniger Gewicht. Also, im Verhältnis. Er ist etwas länger, aber das stört uns nicht. Eben die Frage ist, für was braucht man die Bretter-Tokens oder für was wollen wir sie verwenden? Vermutlich für die Verbesserung hier, oder? Försterei, ich denke fast, dass den Wald hier werden wir so viel upgraden wie möglich. Noch eine Belohnung haben wir, wenn wir die 25, die 6 Züge haben, bekommen wir 25 Bretter-Tokens. Gut, jetzt hätten wir eigentlich genug für so 3 oder 4 von denen. Warten wir doch noch eine Fahrt ab vom Bretterzug. Und da haben wir jetzt auch kein Wenden eingeplant für den Moment. So. Und dann haben wir 3. Ja, da wäre fast ein 4. sogar interessant.
Aber können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Sonst hängen wir doch noch ein oder zwei solche an. Einen wenigstens. Dann ist gut. Vollladen und darauf. Und ja, wieder mal zwischendrin umschalten. Ah, jetzt ist er auch genau wieder verkehrt unterwegs. Na. Wenden. Ich glaube, ich kann ihn einfach bis ins Depot zurücksetzen lassen und dann nochmal starten. Ah, er fährt eh von selber wieder los. Gut, dann geht es auch langsam los mit dem Holz. Mit der Kohle. Jetzt haben wir eine Leerfahrt, aber ist egal. Wie schaut es denn jetzt hier aus mit unserem Holzzug? Weil jetzt produziert der Wald ja 2,1, also wirklich doppelt so viel wie am Anfang. Jetzt scheint der Zug auch langsam richtig dimensioniert zu sein. Super, optimal. Holz oder Bretter, je nachdem, haben wir geschafft. Auch eine Belohnung fällig. Und dann haben wir die Waldrodung wieder. Habe ich nicht verschoben? Ich dachte, ich hätte sie verschoben. Sollen wir die angehen? Ja, wäre eigentlich ein interessantes Projekt. Mann, was bekommen wir? 300 Tokens. Ist jetzt nicht gerade viel an Belohnung, aber was soll's. Ist eine interessante Aufgabe. Versuchen wir's. Mal schauen, was uns der Spaß überhaupt kostet. Bin gar nicht sicher, ob's überhaupt lohnt. Also ob das nicht, ich meine, sowieso zu lang ist die Strecke. Hier müssen wir vorbei an der Stadt. Eventuell können wir da ja einplanen, dass wir da mal einen Bahnhof hinsetzen. Und da eben ist die Frage, Tunnel oder nicht? Vermutlich wird die Antwort sein, nein, weil es uns zu teuer kommt. Ja, 600 Tokens. Das wäre allerdings etwas, das wir bei Gelegenheit könnten upgraden. Ah, das ist sogar schon zu steil für Gleise. Hier in dem Fall entsprechend auch. Da müssen wir zumindest da etwas absenken. So sollte man eigentlich drüber kommen. Steine heißt einfach, hier ist es steil. So geht's dann noch. Da werden wir uns da rausschummeln und den. Ja, wobei, wisst ihr was? Machen wir es gleich so, dass wir es parallel machen könnten. Und ich meine damit einen Tunnel, wenn wir denn mal einen wollen, dass wir den hier machen können, ohne die bestehenden Gleise abreißen zu müssen. Heißt, ich fahre hier hin und von da nach da könnte man dann einen Tunnel noch einbauen. So. Dann hätten wir das geschafft. Und in dem Fall müssen wir auf jeden Fall wenden. Da fahren wir sonst viel zu lange. Nehmen wir vielleicht so raus. Da werden wir eventuell auch einen längeren Zug uns leisten. Das ist jetzt hier 4 lang. Machen wir es mal vorsichtshalber 5. Hier. Gute Frage. Können wir es so machen von mir aus. Sollte sich auch ausgehen. Dann brauchen wir noch ein Depot. Ah, nicht genug Tokens, okay.
Ich verstehe. Hier läuft noch alles, keine Staus. Nein. Sehr schön. Aber so viele Passagiere überall, außer hier. Aber selbst da sind es einige. Ich glaube, den Zug könnte man so einstellen, dass wir in Lünen wenigstens auf volle Ladung warten. Dann schonen wir sozusagen auch den Bahnhof ein bisschen. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, hier bräuchte man fast bessere Züge. Sollen wir den einen oder anderen austauschen? Wäre vielleicht keine schlechte Idee. 100 Holz- oder Bretter-Tokens, 100 Kohle-Tokens braucht man für die nächste Ära. Und das ist ja mein Hauptziel, für das Kurz-Let's Play da durch die Äras zu kommen. Gut, aber erster Schritt, wir starten da die Aufgabe einfach als ja, quasi Fleißaufgabe. Müssen wir schauen, ob sich die Linien überhaupt lohnen. Und da kaufen sie aber, glaube ich, wirklich die starke. Die hat zwar doppelt so viel Betriebskosten, aber eben doppelt so viel PS, nicht ganz. Das ist jetzt sehr, sehr grob gerundet, aber ordentlich mehr PS. 1,5 mal so viel. Das heißt, wir können auch mehr Wagen anhängen und entsprechend müssen wir nicht ganz so oft fahren. So, wiegt die auch so viel mehr? Ah ja, 48 Tonnen. Dann habe ich vielleicht das Gesamtgewicht dann doch falsch interpretiert. Vorher dachte, das ist quasi das empfohlene Gesamtgewicht, dass man auf die höchste Geschwindigkeit kommt. Weil, gut, abgesehen davon, dass wir es wieder nicht leisten können. Können wir das dann einfach mal probieren. Ja, hier die besseren Züge, lohnt auf jeden Fall da. 106 Passagiere schon da auch, 81, jetzt schon 91. Im Endeffekt ist vermutlich am besten, die Züge so abzustimmen, dass man einfach ja, immer voll fährt. So wie hier zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, der wird sich über einen Anhänger mehr freuen. Vorausgesetzt, er kommt dann den Hügel noch rauf. Das hier scheint recht gut zu sein. Können wir uns natürlich auch das Umkehren noch überlegen. Ich nehme jetzt mal 5 und dann schauen wir uns das an, wie das läuft. Da muss ich mich, glaube ich, doch nochmal schlau machen, wenn es um das Thema Höchstgeschwindigkeit oder maximale Beladung oder so geht. Also wenn wir auch noch Vollladen einplanen. Hier geht's hin. Und dann wenden. Einfach mal beobachten. Man, er beschleunigt jetzt okay, aber noch ist er nicht voll. Mal schauen. Wenn er voll ist, wie schnell er dann wird, weil jetzt ist er wirklich. Ah, jetzt sehen wir sie. Ah, nein, der fährt rückwärts. Noch sehen wir gar nichts. Ja, erreicht vermutlich die Höchstgeschwindigkeit, aber dann geht es irgendwann da den Hügel rauf. Und da ist die Frage, schafft das dann immer noch? Ah ja, leicht. Okay, also der schafft es locker. Da können wir noch mehr anhängen, problemlos. Aber jetzt starten wir mal mit der Aufgabe. 1000 ist super viel und vor allem, wir müssen das Zeug ja auch wieder wegbekommen. Aber ich fürchte auch etwas um unsere Geldtokens. Deswegen denke ich mir, wenn wir da die Züge mal verbessern, eventuell einfach
Entweder mehr frisch anhängen an Waggons. Schicken wir den mal zum Lokschuppen. Ich probiere jetzt einfach mal mehr anhängen. Sagen wir einfach mal... Was haben wir da? Länge 5. Na, das ist schon 5,1. Sagen wir vielleicht lieber... 5 von denen anhängen. Beziehungsweise 4, die Lok hat ja auch eine gewisse Länge. Das wären... 4 mal 18 und hier, was schaffen wir hier? Da könnte man, das ist eben schon zu viel. Da sind jetzt 6 dran. Naja, in dem Fall definitiv. Das ist die bessere Idee. Machen wir einfach mal Start. Die verkaufen wir. Und den schicken wir auch ins Depot. So, der sollte jetzt eigentlich gleich mal so rumfahren. Wenn er merkt, er schafft es nicht dorthin zu kommen, wo er hin will. Oder so rum, auch gut. So. So, dann hoffen wir, dass wir da ein paar mehr Passagiere transportieren können. Ich meine, können wir sicher, weil jetzt haben wir Kapazität 72. Der allerdings will euch das Gefühl... jetzt irgendwie in die falsche Richtung fahren. Schaffen wir ihn das? Ups, das wollte ich nicht. Klickt er immer aufs falsche Symbol. Schaffen wir ihm das zu sagen, wo er hin soll? Eigentlich zum Ziel 2, oder? Genau. Und er hier. Da soll es eigentlich passen. Gut. Dann wollte ich da noch für mehr Kapazität sorgen. Lokschuppen. Einmal zurücksetzen, bitte. So, wer wartet? Oh, ist der jetzt... vielleicht ist er jetzt zu lang für die... für das Wendestück. Das kann sein. Jetzt klappt es hoffentlich. So. Ah, da kann ich ins Depot, weil er müsste ja hier vorbei. Dann wir das Signal mal auf beide Richtungen stellen, jeweils. Wenn ich es schaffe, so. Okay, noch eine Aufgabe. Wir müssen wirklich in die Gebäude an unseren Bahnhöfen investieren. Ja, eben, jetzt müssen wir 3 Bahnhofsweiterungen machen. Ich habe schon ein paar gemacht, dass das, was ich gemeint habe, da gibt es noch Aufgaben passende. Die habe ich auch nicht gelesen. Der beschäftigte Mann, der keine Zeit hat, herumzueiern. Ich will, dass du so schnell wie möglich Kohle zu ihm transportierst. Okay, ihm ist egal, wie wir das anstellen. Wir haben es eh gleich geschafft. Und wieder eine Folge rum. Sehr schön. Nächstes Mal liebäugle ich fast damit, in die nächste Ära zu gehen. Wir brauchen noch ein paar Kohle-Tokens. Aber wenn wir die haben, können wir uns direkt die nächste Ära leisten.
Die Waldrodung, na, das wird noch spannend. 70 von 1000. Da müsste man wirklich viele, viele, viele Züge einsetzen. Bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Vor allem hier müssen wir irgendwann anfangen abliefern oder abtransportieren in die Werkzeugfabrik oder ähnliches. Das werden wir nächstes Mal auch versuchen, zumindest. Gut, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.